Wir sehen uns auf reitschuster.de. Ich würde schon gerne sehr deutlich klarstellen, dass für die Durchsetzung der geltenden Verordnungen, so unterschiedlich sie auch sein mögen, im Hinblick auf die Versammlungen oder Demonstrationen natürlich nicht mit zweierlei Maß gemessen. Das war Angela Merkels Sprecherin Ulrike Demmer und das war ihre Antwort auf meine Frage, wie es denn sein könne, dass die einen demonstrieren dürfen in Deutschland und auch die Hygienegebote missachten dürfen, wie der Christopher Street Day am vergangenen Samstag und anderen das verboten wird. Christopher Street Day, das sind die Homosexuellen, Lesben, diverse, ich hoffe, ich habe es jetzt politisch korrekt ausgedrückt, das ist ja ein ganz, ganz heikles Thema in Deutschland und da ging es teilweise ohne Maske los, da wurden die Hygieneregeln teilweise massiv gebrochen und die Polizei hat faktisch zugeschaut, während bei Corona-Maßnahmenkritikern Leute, nur weil sie keine Maske haben, auch mit Attest schon mal mit dem Gesicht an den Boden gedrückt werden oder in Polizeigewahrsam genommen. Diese Doppelmoral, mir fehlen inzwischen wirklich die Worte. Also man tut nicht einmal mehr so, als ob gleiche Grundrechte für alle gelten würden, dass es ein Zwei-Klassen-Demonstrationsrecht, Zwei-Klassen-Grundrechte gibt. Das wird ganz offen gemacht und das ist etwas, was wirklich für eine Demokratie untypisch ist. Ja, in Demokratien wird auch gelogen, absolut, brauchen wir nicht drüber reden. Aber dieses Demonstrative, dass man sich hinstellt und sagt, schwarz ist weiß und weiß ist schwarz, Berliner Mauer, antifaschistischer Schutzwall im DDR-Sprachgebrauch. Das ist etwas, was in einer Demokratie nichts verloren hat und was mir wirklich Angst macht. Auch, dass es da keinerlei Unterstützung gibt. Man kann ja nun die Corona-Maßnahmen gut finden, man kann sie schlecht finden, aber als aufrechter Demokrat müsste man doch massiv daran interessiert sein, dass jeder, der da seine Meinung hat, der die öffentlich äußern will, dass der das auch darf. Und jetzt wird geradezu von vielen bejubelt, dass hier die Grundrechte unterdrückt werden. Und das Versammlungsrecht ist eine der Grundlagen der Demokratie. Es ist nach dem Wahlrecht das Wichtigste, die einzige Möglichkeit, die wichtigste Möglichkeit für den normalen Bürger, zwischen den Wahlen seine Meinung auszudrücken. Und mit welchem Zynismus hier die Berliner Polizei agiert, das halte ich für erschreckend. Ich lese einmal kurz die Liste derjenigen Versammlungen vor, die verboten werden. Und dann können Sie sich mal Gedanken machen, wie politisch neutral das Ganze wirkt. Das ist einmal das Jahr der Freiheit und des Friedens, das Leben nach der Pandemie, verboten. Die Wiedererlangung unserer Grundrechte, verboten. Wir für die Abschaffung der GEZ, verboten. Berliner Club-Demo-Demonstrationsumzug für die vollständige Öffnung der Clubs, Veranstaltungen aller Art, verboten. Freischaffende Künstler für künstlerische Freiheit, verboten. Musikalische Versammlung für Freiheit und Demokratie, verboten. Friede, Freiheit, Wahrheit, verboten. Unser Weg zum demokratischen Wohlstand für alle, verboten. Mahnwache für das Grundgesetz, verboten. Deutschland hat die Wahl, verboten. Heimat- und Weltfrieden, verboten. Wir brauchen kompetente, ehrliche, anständige, zuverlässige, gemeinwohlorientierte und von den etablierten Parteien unabhängige Abgeordnete im Deutschen Bundestag, verboten. Und jetzt sagt die Berliner Polizei, das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wiederholt unter Beweis gestellt hätten, dass sie die Regeln des Infektionsschutzes nicht einhalten. Die Verantwortlichen seien nicht willens oder in der Lage, bei entsprechenden Verstößen ihre Verantwortung wahrzunehmen und regulierend gegenzusteuern. Das ist sozusagen ein Vorbeugeverbot. Nach diesem Motto dürfte die Linke, die ja früher die SED war, heute in Berlin nicht in der Regierung sitzen. Und genau die sind da maßgeblich beteiligt an so etwas, weil die haben auch wiederholt bewiesen, dass sie nicht in der Lage sind, Demokratie durchzusetzen. Oder der oberste Dienstherr, der das wohl wahrscheinlich auch durchgesetzt hat, der Andreas Geisel, heute SPD, früher SED, und der hat auch bewiesen, dadurch, dass er in der SED war, dass er nicht fähig war, Demokratie durchzusetzen, und er hat auch eine zweite Chance. In unserem Land werden Straftäter, jetzt erst eine Vergewaltigung in Leer, ich glaube, das waren drei junge Männer mit Flüchtlingshintergrund, oder wie muss man das politisch korrekt nennen, die durften
sofort wieder auf die Straße, trotz der Vergewaltigung. Ich glaube, es war eine Minderjährige. Und wer einmal bei einer Demo sozusagen dann etwas nicht durchgesetzt hat, der darf dann nicht mehr demonstrieren. Ich tue mir wirklich schwer, das rational nachzuvollziehen, was hier in diesem Land passiert. Und die Polizei sagte dann auch noch weiter, das ist nicht zu vergleichen mit dem Christopher Street Day, weil die verbotenen Veranstaltungen in erheblichem Maße und ganz deutlich anders sind, sich unterscheiden. Ja klar, die unterscheiden sich dadurch, dass der Christopher Street Day, dass der total im politischen Zeitgeist liegt, dass da niemand in der Regierung etwas dagegen hat, dass die Regierung das gut findet mit Sicherheit und dass diese Demonstrationen gegen die Regierung sind. Also es ist pervers, es ist wirklich pervers. Wer für die Regierung demonstriert oder in dem Sinne, den die Regierung mag, der darf auf die Straße. Wer dagegen ist, nicht. Und ich hüte mich ja immer gegen DDR-Vergleiche. Ich bin auch jetzt dagegen, aber... Ich habe nie in der DDR gelebt, ich habe sie nur durch Besuchsreisen aus Westdeutschland erlebt. Der Gunter Weisgerber hat sie erlebt. Er war Montagsdemonstrant, der war viele, viele Jahre für die SPD im Bundestag Mitbegründer der Ost-SPD. Und er sagt, das sei DDR ohne Bananen. Ich habe die Kompetenz nicht, ich finde immer noch, man darf nicht mit der DDR gleichsetzen, Gott bewahre, aber diese Mechanismen, das ist schon sehr DDR-like. Aber wie gesagt, nicht gleichsetzen heute. Das ist ganz groß der Einfluss dieser internationalen Konzerne von Amazon über Google bis hin zu Facebook und dergleichen. Die Geschichte wiederholt sich nicht, aber vieles reimt sich. Ich finde das wirklich erschreckend. Auch weiter die Veranstalter, darunter Querdenken im konkreten Fall, die haben im Verwaltungsgericht schon vorab eine Feststellungsklage eingereicht, weil sie eben genauso ein Verbot verhindern wollten. Das Gericht hat die abgelehnt, die sagte, da sei kein Rechtsschutzbedürfnis. Und jetzt ist es schwarz auf weiß, dass das Rechtsschutzbedürfnis da ist, denn ohne dieses Rechtsschutzbedürfnis, da wäre das jetzt nicht verboten worden. Also man verzweifelt an seinem Verstand in Deutschland in diesen Tagen und darum sind die ganzen Lautsprecher, die Corona-Heulbojen, wie Oskar Lafontaine sagte, wahrscheinlich auch so aggressiv, so lautstark, weil sie eben wissen, dass man mit dem Verstand gegen sowas nicht ankommt, kann man nur schreien, verunglimpfen und überall Nazis sehen, böse Rechte, rechtsextreme Nazis, böse, böse Rechtsradikale, weil rationale Argumentation geht ja hier nicht mehr. Ich biete das ja seit langem an, dem Restle, dem Thilo Jung, der Diekmann, dem Kai Kniffke, ja, macht doch mal einen offenen Dialog, ich bin gerne bereit, meine Argumente, vielleicht habt ihr die besseren, wer weiß, warum fürchtet ihr euch so? Warum versucht ihr überall zu diffamieren, euch auf einzelne Fehler zu stürzen, Sachen, die gar keine Fehler sind, dann zu Fehlern aufzublasen und zu diffamieren? Da solltet ihr ganz ruhig sein mit dem, was ihr macht. Dazu noch ein kleines Beispiel. Jetzt höllisch aufpassen wegen YouTube, dass die nicht zensieren. Und zwar die Direktorin der CDC ist sozusagen die amerikanische Wieler, das Gegenpart zu Wieler vom LKI, die hat jetzt festgestellt, dass bei, und liebe Zensoren, das ist ein Zitat aus der Tagesschau und die zitieren die CDC-Direktorin, also bitte hier deswegen nicht zensieren. Die hat festgestellt, dass auch bei Geimpften die Zahl der Viren im Mund- und Rachenraum bei der Delta-Variante sich nicht unterscheidet von den Nicht-Geimpften und sie sagte dann laut Tagesschau, dass auch Geimpfte das Virus weitergeben können. Andere Quellen im Original Englisch reden von in seltenen Fällen. Also vielleicht hat die Tagesschau das unterschlagen, weiß ich nicht, vielleicht bezieht die sich auf etwas anderes und da kann man nun viel darüber reden, aber das ist eigentlich eine unglaubliche Aussage, weil unsere Impfstrategie ja darauf baut, dass man Geimpfte massiv bevorzugt, ja, liebe Zensoren, das ist eine freie Meinungsäußerung. Und was man hier auch noch dazu sagen muss, so etwas müsste breit diskutiert werden. Da könnte man Pro und Contra in den Medien diskutieren, aber es findet einfach nicht statt. Auch in der Tagesschau unter ferner Liefen auf meiner Seite großer Artikel dazu. Und dann habe ich noch etwas, was unglaublich ist, ein Leopoldiner Forscher, Armin Falk, der macht sich jetzt ganz stark
Er macht sich ganz stark stark. Ja, es ist spät, da darf ich auch mal so eine unglückliche Formulierung wählen, dafür, dass man härtere Seiten mit Nicht-Geimpften aufzieht. Er sagt, sich nicht impfen zu lassen, hat nichts mit Rationalität zu tun, sondern einfach nur mit Eigennutz. Das muss man sich mal vorstellen. Ist ja in sich widersprüchlich, weil wenn das alles so prima ist, warum ist es dann Eigennutz, wenn ich es nicht mache? Also in sich unlogisch. Und er fordert dann im Notfall eine umgekehrte Triage, dass also im Krankenhaus dann nur zuerst Geimpfte die Beatmungsgeräte bekommen, weil die sollten sie eigentlich eher weniger notwendig haben. Ich vertiefe jetzt dieses Thema nicht. Ich werde dazu vielleicht auch noch etwas schreiben, aber man verzweifelt an seinem Verstand in diesen Tagen. Das ist wirklich so. Also ich habe das bisher nur in Kriegszuständen erlebt. Ich habe ja Kriegszustände erlebt in der Zeit in Russland und aus dem Geschichtsbuch kenne ich sie auch, aber eben auch aus eigenem Erleben. In friedlichen Zeiten, in normalen demokratischen Gesellschaften dürfte so etwas in meinen Augen nicht vorkommen. Dass es dennoch vorkommt, ist sehr, sehr traurig. Ich danke Ihnen, dass Sie zuschauen. Ich danke Ihnen, dass Sie mitmachen, trotz dieser Blockade von YouTube. Mein Kanal war ja stramm auf dem Weg zu 300.000 und mehr und dann hat man es mit Zensur massiv ausgebremst, jetzt auch mit Algorithmen. Man sieht das bei den Live-Zuschauern ganz viel weniger. Sie tun alles, aber dann kommen die Beiträge doch wieder auf über 100.000 zum Teil und deshalb helfen Sie mit diesen Manipulatoren hier einen Strich durch die Rechnung zu machen. Kommentieren Sie, liken Sie, empfehlen Sie weiter, auch andere abonnieren. Unterstützen Sie, die Reklame ist hier nach wie vor verboten. Weiter, andere werden regelrecht gepäppelt und bei mir Reklameverbot. Also YouTube schikaniert nach Strich und Faden diejenigen, die nicht in ihre Meinung passen. Und wann in der Geschichte hatten diejenigen recht, die zensiert haben? Ja. Das war's für heute. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Schön, dass Sie wieder da waren. Alles Gute. Danke. Ciao. Vergessen, nichts vergessen heute. Erstaunlich. Alles Gute. Danke. Ciao. Wir sehen uns so. Und noch einen Witz als Backstage von einer russischen Mitarbeiterin, da hatten wir es gestern über Computer und darüber, dass auf der Seite, wir hatten wieder eine Überlastung, aber nicht mehr so schlimm wie früher, alles stabil und dann musste man einmal neu starten und dann fragte sie mich, ob ich den Witz mit dem Neustart kenne und dann sagte ich, nein, den kenne ich nicht und dann sagte sie, was machen Programmierer, wenn sie eine Autopanne haben, beziehungsweise im Auto sind, wo eine Panne ist, wo der Motor nicht mehr geht, dann sagen sie jetzt mal alle aussteigen und dann alle wieder rein. Sozusagen ein Reset. Das würde ich mir auch in der Politik manchmal wünschen. Da ist es nicht realistisch, aber ich habe den Eindruck, dass unsere Politiker zum Teil offenbar auf solche Methoden setzen. In diesem Sinne, alles Gute, danke, ciao. Schauen Sie wieder rein.